so rein, durch, die ganze Zeit so gucken. Ja, ja, zieh komplett durch einmal. Wabu geworden. Falls ihr euch gefragt habt, wie wir auf die Inspiration von Wabu gekommen sind, das ist einfach aus der Realität herausgeschnitten, Freunde. Alter. Reib mich! Alter. Okay. You can feel this is bullshit. We gonna fuck up the optics, drop it. Nobody around is gonna stop this. Flyer than the plane, yeah, this is my rocket. Full power mode, cause I'm sitting in the cockpit. Got the Glocks in my pocket. Okay, ja, willkommen zu der zweiten Reaktion, Teil 2. Wir müssen es nochmal trennen, leider, weil es einfach viel zu lang wird. Ganz kurz nochmal vorweg, ich habe auf TikTok natürlich, da suchte ich manchmal so ein bisschen rein, so was die Leute so über unsere Videos posten. Und da kamen ganz viele Leute hier, Leute, die das Video gar nicht gefunden haben. Oder auch bei Instagram bin ich reingegangen, weil ich DMs für Hobbylos gesucht habe. Und da waren auch dann teilweise DMs, die gesagt haben, die finden Akt 3 nicht. Mega strange, mega komisch, hatten wir noch nie, keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollen. YouTube haben wir gefragt, aber YouTube weiß natürlich nichts. Falls ihr auch irgendwie das Problem habt, dass ihr Akt 3 nicht finden könnt auf YouTube, dann sagt gerne Bescheid, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja. Hätte ich nicht von dir gedacht, John. Das sollen die reinschreiben, nein. Oder geht einfach auf Akt 3 und schreibt, oh mein Gott, ich hab's endlich gefunden. Ja, das ist strong. Aber dann nicht direkt wieder wegklicken, bitte, dann geht die Watchtime flöten, danke. Ja, die ist... Mal schauen, komm, komm schon. Mal sagen dürfen an der, ja, Stelle. Darf man echt mal sagen. Scheiße, okay, geh mal rein jetzt hier. Wo waren wir? Sie haben mir eine Stunde lang versucht zu erklären, warum es wichtig ist, zuzuhören, wenn jemand redet. Ha, ich komme nicht drauf. Egal, erzähl mir doch mal was von dir. Vor meiner Laufbahnzeit war ich als Killerroboter tätig. Also, abseits des sehr, sehr geilen Settings, das wir jetzt gerade hier vorfinden können im Video, kann man natürlich auch gerne mal was zu diesem komischen ADR sagen. Mit Akt 3 sind wir auf jeden Fall teilweise in Momente reingekommen, wo es noch keine Previs gab, keine Auflösung, keine Shotliste, ne, so. Ja. Oder also keine hundertprozentige Fertig. Das heißt, es wird auch sehr viel gefreestylt am Set, was dann einen Dreh natürlich immer sehr, sehr viel schwieriger macht. Und deswegen hatten wir einen Shot, wo Funde einfach nur geht und einfach nur so macht. Und wir so, ja, wir bauen da irgendwas rein. Das ist so Zukunftssorge von Josh, Drew und Sean. Ist ja dann irgendwas dann später noch schreiben und dann der Funder zum ADR geben, zum Nachvertonen geben. Egal, erzähl mir doch mal was von dir. Vor meiner Laufbahnzeit war ich als Killerroboter tätig. Ha, killen, kann ich. Geil, einfach so Pferde, Esel, ja, ja, alles, ey, siegen. Großen Dank an die Leute von vom Bauernhof, Adi und Claudia, die uns diesen... Nicht nur diesen Bauernhof, sondern auch ganz viele Statisten, wie sich selbst und Materialien, Holz, Säge, alles zur Verfügung gestellt haben. Und die hatten auch Alpakas und Hängebockschweine, die haben wir nicht eingebaut bekommen, bis jetzt. Stimmt, Pascal hieß das Schwein oder so. Pascal? Oscar. Das Schwein hieß Oscar. Oscar oder ja, Oscar? Du kommst auf Pascal. Pascal? Pascali. Pascal war der. Pascal hab ich gesagt. Du hast Pascali gesagt. Pascal hab ich gesagt. 100 Euro, dass du Pascali gesagt hast? Ja. Na, okay. Na, guck mal, mein Finger. Ah. Wir kennen das ja auch selber, ne? Wir sind ja auch Mütter und wenn ihr da irgendwie mal stressige Kinder habt, ne? Die machen auch so Veranstaltungen für Kinder, Geburtstage und so weiter. Könnt ihr gerne mal einfach eure reiten. Pascali. Könnt ihr, ne? Auf Pascali reiten. Auf Pascali reiten. Meint, ob du so Vorlieben hast. Ich meine, du hast ja den King Booster 3000. Hier. Oh. Mach das nie wieder. Wenn andere zugucken. Hey, ihr da! Was tut steht auch in unserer Gemeinschaft? So, jetzt haben wir hier ein Ultimate Cameo und ich finde es so geil, dass wir Phil bekommen haben, weil so viele Leute haben schon geschrieben, ey, bring doch mal Phil rein und so weiter. Phil kennt man ja auch von einigen eigenen Projekten und er ist ja auch in dieser Sparte ist er ja einfach total zu Hause, ne? Deswegen, perfekt. Wie findet ihr eigentlich, dass da hinten Lichterketten hängen bei den Amish-Leuten, die ja gar keinen Strom haben? Also Eishaffen. Eishaffen. Keine Elektronik. Guten Tag, die Herren. Und Damen. Moment. Gehört ihr zu irgendeiner Gruppierung? Denn ihr seht alle gleich aus. Alle außer der. Der hat keinen Bart. Einfach Vlad mit reingenommen. Vlad sieht aus wie so ein Nachbar, den man nicht haben möchte. Aber das ist perfekt für die Rolle. Der hat das so ernst genommen, ne? Method Acting ist echt. Ich höre aus, der Vlad gefragt hat. Vlad ist ja auch im Team, ne? Der hilft auch hier ganz beim Schnitt und alles, ne? Und er sorgt dafür, dass auch hier alles funktioniert. Und als wir den gefragt haben, ne? Ey, würdest du für eine Szene einfach nur stehen, ne? Hat er echt so überlegt, so, ich glaube, das kriege ich hin, ja, ich glaube, stehen kriege ich hin, so, ne? Das ist so Vlad. Es ist so Vlad, ne? Und ganz ehrlich, ich glaube, kein Mensch kann besser stehen, ja, lustiger stehen als Vlad. Das ist wirklich die Rolle seines Lebens. Ist alles reingesteckt. Perfekt gemacht einfach. Verweigern uns der Technik. Technik ist teufelsmörrisch.
Boah, auch hier, ne, dieses Pennsylvania-Deutsch, was sie da sprechen, ne? Aber diese Sprache, ne, die wird ja auch nirgendwo gesprochen. Du findest ein Video auf YouTube vielleicht, wo jemand Pennsylvania-Deutsch irgendwie spricht. Und selbst da raffst du halt gar nicht so, wie die Aussprache so richtig ist. Wir haben es so Pennsylvania-Deutsch-mäßig umgeschrieben gehabt. Da haben wir natürlich so ein paar Übersetzungstools benutzt. So. Und er hat Phil mich gefragt und ich so, Digga, ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, ey. Aber ich glaube, Phil kommt dem am nächsten, ne? Der hat es echt perfektioniert irgendwie in seiner Schauspielkunst so. Und andere Statisten, also jeder hatte so ein bisschen seinen eigenen Akzent. Das hat man ein bisschen gemerkt. Der eine hat so ein bisschen mehr Plattdeutsch gesprochen, der andere mehr Bayerisch. Aber irgendwie funktioniert das trotzdem so. Der Gag ist auf jeden Fall am Start. Technik ist eine wichtige Lebensgrundlage. Ohne sie könnte man das hier nicht tun. Das ist deibelswarisch! Das ist deibelswarisch! Stopp! Warte! Moment! Wir kommen in Frieden. Von weit, weit entfernt und suchen nur unser kleines, unscheinbares Triebwerk. Pause. Props übrigens auch an die Hühner, die immer wieder im Bild sind. Ja, die Hühner waren auch immer perfekt, ja. Einfach so Framing perfekt ausgefüllt da hinten in der Ecke. So. Das eine stand erst da unten und hat gesagt, oh nee, ich muss da rüber, sonst sieht man mich nicht. Danke. Ja, ey, krass. Was man hier auch nochmal bemerkt, ne? Development von Jerky ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Ne? Er war im Gefängnis, hat sich irgendwie selbst gebeichtet, dass er vielleicht einfach nicht der beste Captain ist oder irgendwie nicht für die Crew da sein kann. Und obwohl er so ein schießlustiger Typ ist, ist er jetzt gerade so eher auf Diplomatie. Ist vielleicht vielen jetzt nicht so direkt aufgefallen so, aber Jerky hat auch so seine kleine charakterliche Reise, die er gerade geht. Da, wieder, guck mal. Perfekt. Ihr habt uns also in deinem Schicht. Er hat Abraham so gemacht, dass er nicht mehr laufen kann. Ich bin Abraham, kann nicht mehr laufen. Ich glaube, das war so ein Joke, der kam so bei der Previous erst, oder? Der war im Skript gar nicht. Den Abraham gab's, glaube ich. Aber in Previous haben wir den aber geschossen. Da hast du den ja verkörpert. Genau. Haben wir den auch groß gemacht, also größer gemacht noch, ne? Weil du meintest, ey, das ist so funny mit diesem Abraham-Charakter. Zwischen den Füßen da so entlang kriegt. Und was auch krass ist, dieser Rollstuhl, weil die ja keine Technik haben, der wurde komplett gebaut einfach. Ihr wisst nicht, wie schwer es ist, einen Holzrollstuhl zu bauen. So. Also ich weiß auch nicht, weil ich habe den ja nicht gebaut, aber... Deswegen Props an Dario, der für diesen Prop hier zuständig war. Macht euch fertig, ich bin vom euch der Uge aussteche! Integrierte Push-Up-Tarnkappen-Torpedos aktiviert. Oh, das ist auch so, ne? Eine kleine Hommage an so Austin Powers. Kennt niemand mehr von euch, ich schwöre. Kennst du nicht mal? Dann sag mir einen Satz. Oh. Nimm dich, Baby. Auf Deutsch. Ja, auf Deutsch, genau. Behave. Oh, behave. Boah, das sieht auch so gut aus einfach, ne? Das sieht so gut geworden, ne? Wir hatten dann auch so direkt YouTube gefragt, ist es okay, wenn da irgendwie so Kanonen aus den Brüsten rauskommt, so? Oder ist das zu, weiß nicht... zu sehr erotic Content auf einmal so, ne? Aber dann, als wir es gesehen haben, dann war es schon so mechanisch, auch so geil und so echt, dass man das, wenn das hier jetzt ab 18 geschaltet wird, das geht ja gar nicht klar. Oh! Sieht so gut aus, ne? Heftig, ja. Der Effekt macht so süchtig irgendwie. Ja, voll. Süchtig. Torpedos aktiviert. Oh! Man kann nicht aufhören drauf zu schauen, aber respectfully so. Brüste! Psychedelic, Baby. Der Dämon ist in Frau! Wir müssen sie umkommen lassen! Abraham, los, tanze! Der Move auch, ne? Das ist der Move, den Miami Rose bei Jerky gemacht hat in Akt 1 und er den jetzt quasi für sich scheinbar verinnerlicht hat, mehr als man vielleicht an der einen oder anderen Stelle gemerkt hat, aber das ist auch so Teil seiner Reise und seiner Charakterentwicklung, dass er diese Sachen aufgenommen hat. Nur, dass er hier wieder ein bisschen more sexual ist, aber respectfully. Ja. Aua, mein Make-up. Nicht schießen, deins. Leiser. Das ist der effizienteste Weg. Aber du wolltest doch menschlicher werden, oder? Korrekt, der Mensch löst seine Probleme mit Gewalt. Auch so true, was sie halt sagt, so, ne? Das ist... diplomatisch herangehen. Woher hast du die Bohnen? Domitian. Aus ihrem Ex-Schiff, Ex-Captain Jerky. Nur Jerky. Boom, jetzt kommt einfach Domitianer. Upgrade! Alter, das sieht krass aus. So ja, krass sieht das aus. Ghost in the Shell Vibes. Ja, Alter, jetzt kommt ein Musikvideo, wo wir beim Drehen schon gemerkt haben, boah, das wird brutal aufwendig auch einfach mit diesen ganzen VFX-Sachen. Sieht so geil aus. Ich habe auch schon Leute gefragt nach hochauflösenden Wallpaper, ne? Zum ersten Mal habe ich gefragt nach Wallpaper. Aber das könnte deshalb Hintergrund sein. Plakat sein für irgendeinen Technikanbieter. Für Domitianas neue Tour oder so. CD-Cover. Wow. Also keine Steigerung. Technologie ist Evolution, ich bin verliebt. Die KI zieht uns an, genau so wie ein Beat. Und der 3D-Drucker printet für dich als Date. Technologie ist Evolution, ich bin verliebt.
geil, ey. Ich würde echt sagen, das ist, glaube ich, mein Favorite-Musikvideo. Rein so vom Visuellen und teilweise auch. Von allen Videos bis jetzt, ja. Und dass alles im Hintergrund so minimalistisch ist, verstärkt irgendwie den Ausdruck und die Ästhetik davon irgendwie nochmal ungemein, finde ich. Wie das sowas auf die Schnelle mal gemacht wird, ne? Ja. So nebenbei ein Musikvideo von 4 Musikvideos da drin. Boah. Da kannst du echt nochmal deinen Satz raushauen. Genial, wir sind. Nein, Spaß, nein, Spaß. Aber ab und zu kann man sich auch, kann man auch mal stolz sein auf das, was man irgendwie geschafft hat. So. Keine Briefe, mach Memo und Chat. Staubsauger macht von allein alles fresh. Vor allem, wenn die Sonne nicht scheint. Meine Cloud hat nur mal dabei. Doch kein Filter, meine Welt von Mais. So geil, Alter. So, ey, ganz ehrlich, also für die Leute, die Funda gar nicht kennen, ne? Also hier auch nochmal kurz, ganz kurzer Ausschnitt. Hier erstes Video mit ihr. Most viral Video. Menschen richtig zusammen in Synergie. Aus Stronger Shot. Mit der Philosophie. Ich finde den Shot am wackesten einfach, ne? Er holt mich immer raus, weil er auf einmal jerky so. Aber dieses Abbild da von dem eigentlichen Bild, wie auch immer das heißt. Von Michelangelo, ne? Ich glaube, das war Da Vinci, aber. Nee, oder? Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, das gucken wir jetzt an. Da, Michelangelo. Ah, sehr gut, sehr gut. Kleine. Schlauer Mann. Das heißt, der Sixt, die und die Sixtinische Kapelle. Hey! Brunarotti. Keine Ahnung, du Kunstbahnhause, du. Das heißt, teils in einer Minute. In dem Wasser koche und mein Trommelner sagt Bescheid bei Qualm in der Bude. Und save my life. Die Sache ist, es ist so ein, eigentlich so ein dummer Text, aber so smart einfach. Sie präsentiert halt einfach elektronische Geräte an die Amische. So. Ich könnte mir so richtig vorstellen, dass der Song irgendwie so in anderen Ländern, wo die kein Deutsch sprechen, eigentlich voll abgehen könnte, weil melodisch das voll nice ist so. Aber so textlich singt man über einen Wasserkocher. Irgendwie jetzt schon gerne mit dem Song singe ich das voll gerne. Ich singe direkt mit, wenn ich den Song höre. Aber ja, Thomas eben auch, der hat sich hier unten eine heiße Tasse gemacht und kommt so hoch. Wasser ist heiß. Ja, echt. Ja, das schaffen wir aber auch immer ganz oft so bei den Songs. Das ist ja aber auch gezielt so bewusst, dass wir sagen, der Song muss aber auch in einer anderen Situation funktionieren. So, ne? So ist es, glaube ich, auch so diese letzte Komponente von Songs in Real Life, die noch übrig geblieben ist. Ne? Dieses, wir singen irgendwie so, ich halte dich fest. Und dann kann man das aber nutzen so in jede andere Situation. So wie zum Beispiel der Song Tut mir leid. Diesen Song kannst du in jede Situation einpacken. Ne? Alleine, wenn du irgendwie Scheiße gebaut hast und einfach anfängst, so, tut mir leid, tut mir leid. Es passt halt irgendwie immer so. Ja, aber fette Mediamarkt-Werbung gefühlt. Also Saturn, so Geiz ist geil! Ja, stimmt. Ja, das. Habt ihr die Sachen alle damit hingenommen? Ich war ja nicht dabei bei dem Dreh. Es war sehr viel gefreestyled an dem Tag. Das glaubt man gar nicht so. Aber dann waren wir so, okay, was machen wir in der Hook so, ne? In unserer Shotlist stand nur drauf Freestyle. Aber das ist immer ein Todesargument beim Dreh, so, ne? Ich glaube, nur der erste Shot war so ein bisschen geplant, aber der ist jetzt auch komplett anders geworden. Da sollte der eigentlich so schweben. Ja, Das hat irgendwie nicht so geklappt, deswegen haben wir sie hingesetzt, wo es auch richtig gut aussah, dann mit dem ganzen Kabel. Das war auch so, ey, wie viele elektronische Geräte sind hier? Gucken uns so um so. Und dann haben wir alles zusammengetan. Das war ja bei Sebastian, der kommt so rein so und sieht auf einmal seinen Kühlschrank irgendwie, den wir abgebaut haben. Geil, wieder hingestellt haben und denkt so, was passiert hier? Dann siehst du auch hier, ne, so V-Mounts hier von unseren Kameras einfach. Ja, ja. Hier einfach ein Objektiv, so, was haben wir noch? Und ey, Funda hat das auch so geil performt, das ist auch so krass gefühlt. Man hat auch immer so über die Zeit haben gemerkt, wie sie immer mehr aufgetaut ist. Boah, ja. Die ist voll verkörpert. Die war krass, die war auch die ganze Zeit am Smilen, aber die smilet immer. Das war cool. Cool. Das Singen hat mich noch mehr Menschlichkeit gelehrt. Ich fühle mich bemitleidenswert und Beta. Danke, Jerky. Ah, einfach nur Jerky. Kleiner Callback zu Akt 1. Bitteschön. Das Zwinkern, das bei Akt 1 nicht so menschlich aussah, ist jetzt schon weiter vorangeschritten. Jerky, der eigentlich nur, ach, er war nur Jerky, wird auch zum ersten Mal Jerky genannt. Ja, ja. Irgendwo, wo man denkt, so, ah, hier könnte es passen, machen wir einfach Discord-Sound rein. Das ist echt. Überall so. Das ist ein Knopf oder irgendwas wie ein Zwinkern. Das ist echt, das ist unser Markenzeichen geworden. Das fragen sich auch immer Leute an. Eigentlich müssen wir so ein Klopfen einbauen. An der Tür. Ah. Also ein Hilfe. Das ist richtig. Ich kann mir vor, jemand guckt das so nachts und dann so. Vom Fenster. Ja. So ganz alleine, so für so ein bisschen entspannen und jetzt einfach nur wegen uns so Herzinfarkt. Wir haben so Kraft, Technik, Mehrgewicht. Wichtig ist. Dass ihr uns erlichtet habt. Gott ist mit euch. Gut, dürften wir dann endlich unser Triebwerk haben? Nein.
Wir werden das Wunderwerk von der Technik behalten. Es ist ein Geschenk von Gott. Wir nehmen die Technik. Dürfen wir unser Triebwerk zumindest ausleihen? Wir Amische teilen und verleihen Sachen nur an liebe Leute, die Teil von unserer Gemeinschaft sind, und dann irgendwelche damische Wutzli lösen. Damische Wutzli bist du doch. Ein damischer Wutzli bist du. Hat einfach gefreestylt vor Ort. Ja, mach mal noch ein bisschen mehr, mach mal noch ein bisschen mehr. Dann hat er das in den Boot und wir haben uns totgelacht hinter der Kamera. Voll. Was ich auch cool finde, manchmal haben wir so, dass ein Song nicht unbedingt was bringt und das ist so, ah, okay, Storytelling, ah, und dann ändern wir das noch meistens so. Und hier in dem Moment finde ich es irgendwie ganz cool, dass der Song etwas bewirkt hat, nämlich, dass die jetzt nicht mehr auf Angriffsmodus sind, aber gleichzeitig macht es voll Sinn, dass die jetzt verliebt in Technik sind und deswegen das Triebwerk behalten wollen und wir dadurch direkt wieder eine neue Diskrepanz geschaffen haben in derselben Szene. So, das finde ich auch wieder... Sag es. Genial. Danke. Die Teil von unserer Gemeinschaft sind dann irgendwelche damische Wurzeln. Damische Wurzeln bist du da, oder? Müssten wir uns ihrer Gemeinschaft anschließen, um unser Triebwerk zurückzubekommen. Oh. Dieser Shot kam auch so spät noch rein, ne? Schöner Drohnenshot. Schön gemacht auf jeden Fall. Gute Drohnenführung. Ist das zum ersten Mal? Hä? Ist das zum ersten Mal? Ist das wieder nicht gesehen aus? Den haben wir noch gedreht schnell. Ja. Die Sache ist so, das ist einfach so Stock-Footage. Ne? Da haben wir einfach mal, wir greifen ungern auf Stock-Footage zu. Wir lieben es wirklich alles selbst zu drehen, so, aber manchmal ist man halt gezwungen. Aber ist die Geschichte dieses Bildes nicht voll interessant? Aber sieht irgendwie so. Was macht er hier zum Beispiel? Ja. Das ist total aus, dass wir links irgendwie das so ein Bild und nur die Autos, die bewegen sich irgendwie rechts. Die Bäume da sehen auch irgendwie nicht so ganz echt aus. Irgendwie ist da so ein Filter drüber. So. Guck mal, hier hat Julia das Kupfer liegen. Ja, hier hat Julia das Kupfer liegen. Pause, ja. Hier hat Julia geschit. Hey! Mal kurz gucken. Willst du das Böse auf uns loslassen, oder was? Vielleicht ist er auch gar nicht böse. Ach, so wie der Osterhase nicht böse war? Hey, das hast du doch gesagt. Ja, okay, chill. Diese Konversation ist so dumm. Weil ich Julia gesagt habe, so, ja, der Oster ist safe, der ist gut. Ja. So. Und jetzt beschuldige ich ihn, aber als er das so gesagt. Das ist authentisch. Aber das ist immer so, auch in Real Life. Hey! Und jetzt, wo ich Strobo gerade so sehe, der Strobo hat irgendwie so eine Story gepostet mit dir zusammen, wo er so neben dir steht und sagt so, hey, der Junge braucht Freunde. Weil John ist nicht sein Freund, ist nur so ein Angestellter. Ja. Hat er echt. Ich habe mehrere Nachrichten bekommen, so, hä? So, stimmt das? Seid ihr gar keine Freunde? So, alles gelogen. Ey, aber das checken die Leute, ihr Stropfen, das ist halt immer solche Sachen, ne? Ist das dumm. Alter. Der ist auch wieder spontan am Set entstanden. Ihr musstet voll lange warten, bis das so vom Bluescreen und alles so eingerichtet war, dass man wirklich drehen konnte. Und dann habt ihr einfach noch im Truck so ein bisschen gebrainstormt für euch und habt uns dann die Idee gepitcht. Und die war mega direkt. Ja, nicht gebrainstormt, sondern immer so Scheiß gelabert. Und ja, aber guck mal, was dabei rauskommt, wenn ihr Scheiße labert. Da soll man nicht sagen, ihr seid genial, ey. Alter, so hi. Was ist los? Alter, da ist doch nichts. Das Navi! Es ist tot. Du wirst gehackt? Ha! Ich hab's dir doch gesagt! Niemand verarscht mich ungestraft! Der Typ von der Talkshow? Niemand verarscht mich ungestraft! Ja, bei der Szene, wo wir schreien, ne? Kann es sein, dass da mein Schrei einfach nicht drin ist? Oh, wenn du jetzt einfach stumm geschrien hast, was du ja auch manchmal einfach tust, dann ist er drin. Ach stimmt, man hat das Gefühl. Ich glaube, du hast einfach so getan, als hättest du geschrien. Nee, ich hab geschrien. Das machst du nicht voll auf. Manchmal sagst du, wir schreien jetzt stumm und dann schreie ich stumm. So, doch, wenn wir manchmal dieses Ich-Nicht-Spiel spielen, so der Letzte, der dann Ich-Nicht sagt, der muss halt das da machen. Und dann gucken alle zu John und du so, was, ich hab's als erstes gesagt. Ja. Und wir haben immer geglaubt, bis wir gehört haben, richtig gesehen haben, wir haben dich da anvisiert, ne? Nee, ich mach so. Und dann hast du einfach, du hast einfach nie was gesagt. Doch, ich sag, du hast nur gesagt, dass du gesagt hast. Nein, so wenig, dass ich es nicht so richtig wahrnehmen. So funktioniert ich spiele nicht, das ist echt. Nee, das geht gar nicht. Man sagen muss. Ich hab's gesagt. Nee, gar nicht, ganz ehrlich. Nee. Ich hab's dir doch gesagt. Niemand verarscht mich ungestraft. Komm her, lass mich. Alles gut. Du kannst dir helfen. Aber wie? Mit NordVPN. Damit werden deine Internetaktivitäten verschlüsselt, sodass deine sensiblen Daten besser vor Cyberangriffen geschützt sind. Besonders wichtig, wenn du dich mit unbekannten Wi-Fi-Hotspots verbindest, wie zum Beispiel in einem Wald. Ey, NordVPN wird auch irgendwie immer so
Cursey Curse, ne? Allein das jetzt mit der Hand. Also, ist dann ist gar nicht meine Hand. Ich bin eh voll Curse in dieser Werbung, Alter. Aber jetzt kommt noch besser. Ich sehe, das haben wir nochmal ADR, weil man das nicht verstanden hat. Ich verstehe das auch nicht so richtig. Aber es kommt noch besser. Aber Babalu geworden. Man merkt auch so, dass wir alle so irgendwie jetzt halt lachen mussten. Ich bin entzückt. Aber es kommt noch besser. Genau, denn mit dem Rabattcode nordvpn.com/julienbam bekommst du nochmal ein exklusives Angebot obendrauf. Nicht zu vergessen, die 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wow. Alter, das ist so cursed. VPN. Ich hasse die Linken. Reifen, die linken Reifen, die gehen immer platt. Schon gut, du hast uns schon weit genug gebracht. Von hier finden wir die Zahnfee selbst. Passt auf euch auf. Ich habe komische Dinge über diesen Ort gehört. Damals in der deutschen Pfadfinderjugend wurden viele Geschichten über diesen Ort erzählt. Ich glaube, das sind Überbleibsel vom Märchenwald. Ich glaube, das ist gefährlich. Es gut, Rainer, ciao. Und passt. Man merkt so richtig so irgendwie lustig, die drei haben so eine lustige Harmonie. Da sind irgendwie so John und Drew, so die Stimme der Vernunft. Und er ist komplett, spricht er komplett raus. Es passt aber optisch so gar nicht zusammen. Null. Ja, trotzdem lustige Kombo, so ein lustiges Couple. Und hier neue Informationen, ne? Überbleibsel des Märchenwaldes, so, ne? Oha. Ja, bist du... Es gut, Rainer, ciao. Und pass auf unser Kokon auf. Okay, mach ich. Vorsicht, bitte! Jonas ist brillant, einfach brillant! Endlich werde ich als Wissenschaftler herausgefunden! Ich weiß nicht, ob man das sieht. Nee, sieht man nicht. Das hat wahrscheinlich keiner gesehen, weil es auch so ein bisschen dunkler ist. Aber Jonas hat so immer noch den Fußabdruck von Fundheim gesehen. Step on me, King, initiiert. Wir kommen schneller voran als erwartet, Captain Snaggles! König Snaggles! Ich habe mich selbst befördert. König, natürlich. Ja, hier, das ist der Fußabdruck. Ja. Der Fußabdruck war so heftig, dass er nicht wegwischt wurde. Ja. Yunis als Professor ist auch ein geiler Charakter. Ne? Da würde ich mir auch noch so eine Montage wünschen. Ihr einfach mal so Sachen baut. So, und ist so. Hey, wo ist es hin? Ist unsichtbar. Ich hab's unsichtbar geworden. Irgendwie solche komischen Sachen. Wir brauchen immer noch den Zugangscode von dem Zentralcomputer. Den kennt nur meine Frau. Also auch ein lustiges Trio. Ja, sorry. Lustiges. Also schön, Susso und Yunis wieder zu sehen hier in der Szene. Mhm. Ich mag die Dynamik, dass sie die ganze Zeit so am Walken sind. Das gibt irgendwie so einen coolen Drive. Weißt du, was ich nicht mag? Dass wir jetzt meinen Synchrosatz von Snaggles übersprungen haben. Ach, shit. König, natürlich, aber... Was, Alter? Dieses was, aber ist auch, wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir den Sascha jetzt nicht 1 Milliarde Mal irgendwie was nachvertonen lassen wollen, weil wir immer das Skript ändern. Deswegen hat auch Josh hier mal einmal einen Satz gegeben. Was aber? Was aber? Was aber? König, natürlich, aber... Was aber? Aber hört kein Mensch. Nee. Nur die Leute, die Reaction gesehen haben, wissen das. Computer, den kennt nur meine Frau. Haben die dich schon ausfindig gemacht? Ihre Frau? Miami Works. König Snaggles. Oh, die glückliche... wir vermuten, sie immer noch an Bord des Schiffes. Findet sie! Und was ist mit Jerky? Der kommt schon wieder. Und dann kann er sich auf was gefasst machen. Warum lacht ihr nicht? Warum kommt der eigentlich wieder raus? Ich dachte, da gibt's was zu lachen. So ein dieser Gemeinschaft. Kommt! Und da schleicht sich noch jemand Sneaky an Bord der ANUS 7. Hallihallo, Hallöchen! Sorry, du bist bestimmt ein guter Special Guest gewesen. Meine Tür. Also Meter, ne? Irgendwie so. Ich habe ja erst mal ein zweites Mal gesehen, dass diese Brille aufgemalt ist. Die weiße Brille ist das Signature von Brody. Wer ihn nicht kennt, hat einiges verpasst. Brody ist wirklich reactionmäßig. Ey, so lange schon dabei, ne? Es ist unglaublich, ne? Und deswegen dachten wir, ey, er muss einfach hier rein, so. Ich bin mir gar nicht sicher, aber hat er dieses ganze Ding nicht JCU getauft? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber er hat super viele Sachen auch verbreitet, auch so Theorien. Ja, manche Theorien, richtig, manche weniger richtig, manche extrem falsch. Aber es ist trotzdem, immer trotzdem ein Genuss, weil die Sache ist, wenn alle Theorien immer richtig genannt worden, dann würden wir ja irgendwie auch dumm da stehen, ja, oder? Voll. Ne? Ja, voll. Und er hatte ja auch, es gab auch Parallelideen, die auch mega interessant waren. So, ne? Der hat sich schon richtig reingefuchst von seinen Gedanken her. Und da dachte ich auch so manchmal,
Hm, krass, würde auch Sinn machen, so nicht, dass unsere Idee jetzt schlechter ist, also genau das Gegenteil, aber seine Idee dann auch gut. So. Krass, seit wann zackst du dein Ding so? Ich habe keine Ahnung. Aber, nur, aber ich schwöre auch nur in die Reaction, sonst ja. nie eigentlich. Und weil Brody eben diese coolen, interessanten Theorien macht, haben wir ihn halt in der Rolle auch so als Verschwörungstheoretiker getauft, so, was wir halt mega funny fanden mit der mit dem Aluhut so und dann halt dem Satz, der halt auch zu ihm als Person passt, also auch wieder so ein Insider, der auf beiden Ebenen funktioniert. Der hat den Hut einfach mitgenommen, ne? Ja, und wer sich zu Hause das war für ihn voll krass, auch da zu sein, natürlich, klar, da, auf einmal sieht er das so in Real Life. Ich glaube, das war für jeden, jeder, der in dieses Raumschiff gekommen ist, dachte auch so, what the fuck? Crazy. Besser Joke, danke. Was ist das denn hier? Königliche Umbaupläne, topsecret.snack. Das ist Snack wie überhaupt für eine Art von Datei. Deine eigene, dein eigene eigenes Format. Auch geiles Setdressing hier, weil wir haben morgens, als wir drehen wollten, gesehen, kacke, der Raum ist gar nicht fertig eingerichtet, ne? Was können wir tun? Mhm. Dann haben wir einfach all deine Preise und was hier sonst so in diesem Haus rumsteht, irgendwie noch versucht, da zu verbauen, damit es so ein bisschen nach was aussieht. Und ja, hier oben ist einer. Irgendwie voll cool geworden, finde ich. Dieser Alien hier. Sieht geil aus. Alien-Facehugger oben. Und der Teller von Oscar, ne? Oscars goldener Teller. Anscheinend sind hier Pläne vorhanden für einen gewissen Umbau dieses Raumschiffes. Aber eigentlich war doch die Idee, zurückzufliegen, oder nicht? Richtig, ja. Wolltest du noch was hinzufügen? Ja, ich muss nur sagen, mir ist eingefallen, dass ja diese Unterschrift, diese geheimen Umbaupläne, die sehr vage gehalten sind, die hatten ursprünglich mal einen anderen Namen, den ich aber nicht spoilern will, wo wir gedacht haben, den enthalten wir euch dann doch vor. Oh ja. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt weiß noch gar keiner, was mit dem Raumschiff passieren kann. Und trotzdem ist es so, dass wenn man dann so, ah, okay, jetzt macht das Sinn, ne? Wenn man es dann weiß. Mhm. Also es ist trotzdem was, was irgendwo schon gesettet ist. Das sind wir beide. Für die Szene hatte ich mal Musik, so einen Song ausgesucht. Und habe mich so niedergemacht. Ich habe dich niedergemacht? Voll traurig, ich habe geweint. Eigentlich. Meinst du, ja, was ist ein Song, was intime Scheiße ist das hier. Und dann sehe ich so im Hauptvideo, dann später im finalen Schnitt, das einfach... Der Song klingt fast genau gleich, Alter. Ich weiß, hä, wer hat den reingemacht? Das ist, Ju war das doch nicht. So, ja, ich habe ihn selber reingemacht. Ja. Er hatte ein paar falsche Tones bei dir gehabt. Ja! Warum liest du dieses Betrügerbuch? Das ist echt gut. Das ist doch alles fake bei ihm. Genauso wie sein Shirt da, sein Merchandise. Was? I love John. Ich find's nett. Müssen wir was wirklich Nettes sehen? Das neue Eternal God Piece. Der Pulli war so beliebt, dass er direkt sold ausgegangen ist. Darum startet Eternal God jetzt eine Special Pre-Order Aktion. Also scheiß auf deine Klamotten und sicher dir ein Exemplar. Also Werbung durchgespielt. Genial. Ja, Werbung, glaube ich, echt mittlerweile ein ganz gutes Gefühl, eine gute Feder mittlerweile. Das schon immer unerwartet kommt. Ja, ja. Ich konnte noch nie so lachen sehen wie in diesem einen Frame gerade. In welchem Frame? Hey, da lache ich immer so sichert aus, wenn ich lache. Hey, natürlich. Nein. Allein jetzt gerade sich so aus. Immer mit Schlossern eigentlich. Ich dachte, ja, also, das ist nicht so eine Lücke zwischen den Zähnen. Laut. Ich hoffe, nur Julia geht's gut. Ach klar, um die brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die weiß nicht mal, was Angst ist. Ja. Apropos Julia, sie meinte, du wolltest mir noch irgendwas sagen. Wann? Hab ich gar nicht mitbekommen. Also bevor ich totgegangen bin. Ha. Ich kann mich gar nicht an irgendwas erinnern, wovon du redest. Doch, heute Morgen. Mit dem Justface-Alien. Doch, heute Morgen. Das ist doch... Sag doch jetzt einfach. Was denn für ein Justface-Alien? Ach nee, ist auch so strong einfach. Ja, das ist echt irgendwie sehr szenarisch. Und das hatten wir bei Netflix auch, weil wir oft Sachen durchgespielt haben und dann natürlich sehr viel Impro entsteht. Brutal eklig zu schneiden, ne, wissen wir. Aber es hat dann halt so eine
so eine Magic, die sonst seltener ist irgendwie bei den Videos. Allein, ich liebe das Acting da, wie du so anfängst zu lachen, finde ich halt voll strong. Und davon gab es einen zweiten Moment in dieser Zweier hier, wo ihr auch beide nochmal so anfangt zu lachen und euch dann in der Szene wieder fangt, was übelst authentisch wirkt. Wo wir aber leider dachten so, okay, die beiden Momente aufeinander sind zu viel, aber... Oder generell ist es zu lang, einfach die Lagerfolge ist zu lang. Aber ich wollte mich eigentlich von keinem dieser beiden Momente trennen. So. Ja. Und ich bin froh, dass der eine drin geblieben ist. Ja, also ganz klar... Du musst das lachen, vor allem beim zweiten Lachen. Mhm. Ja. Aber du hast dich dann wieder noch gefangen und dann, dann wirkt das erst recht authentisch. So. Voll. Ich habe über eine Sache gar nicht geredet, wo ich dieses Knistern da gerade sehe. Hornissenattacke. Alter! Wir haben es in so einer kalten Nacht gedreht und dachten auch so, okay, das ist eine einfache Szene mit Drew und John, zwei Profis und wir wollen jetzt auch nicht die ganze Nacht da bleiben. Dann haben wir angefangen zu drehen, es lief ganz gut und plötzlich haben wir so ein Brummen. Ich glaube, ich habe zuerst nicht mehr das Brummen, sondern nur eure Schreie. Nee, es war erstmal so... Ich habe dieses Klatschen gehört. Erstmal haben wir gesehen, so, boah, Alter, ist eine fette Hornisse. Ah. So. Und dann ging's los. Noch mal so wie so Haselnüsse, die auf den Boden einschlagen. Boah, das war richtig. Fliegen die ja so gegen die Softbox und boom, ja, echt Bomben. Wir dachten, wir wurden attackiert, wirklich. Die waren so laut, so richtig so. So. Und die flogen, die wollten dann irgendwie manchmal an dir vorbeifliegen, aber die waren so dumm. Die fliegen dann so und sind nicht so wie fliegen, dass sie dann so irgendwie drumherum fliegen, sondern die wollen dann auch schon wirklich da durch so, ne? Alter, du bam, bam, bam und du hörst nur noch Schreie. Die erste habe ich gar nicht bemerkt. Die hing ja hier. Alter, Dick, die hat gesackt, so. Ja. Genau. Ja. Das ist mir kein Josch. Ja, kein Josch. Und meinte Angelo, boah, du hast was, so. Ich habe meine Brille nicht, ich sehe einfach so einen fetten schwarzen Fleck, der hier so entlang geht. Alter, shit. Und wir haben dann die ganze Zeit geschrien, es war richtig so, okay, lass drehen so, oder lass abrechnen, lass drehen so, wir sind Stadtmenschen, wir haben mega Angst, sind die giftig oder töten, sterben wir heute diese Nacht? Und dann haben wir immer so geschrien, so, so voll laut und alle haben sich erschrocken. Und dann so, okay, ja, lass schnell drehen, okay, können wir? Weil wir so, okay, lass ab. Ja, wir können nicht, das ist ein fetter Hubschrauber. 20 Minuten über uns. Oh nein, und dann standen wir da 20 Minuten. Irgendein Polizeihelikopter oder so, der irgendwas gesucht hat im Wald, so auf jeden Fall nicht uns. Deswegen war der die ganze Zeit über uns am Kreisen, so, sonst wäre der halt früher abgehauen. So. Aber dieser, Alter, dieser Hornissen. Ah, ist stressig. Wir waren ja zwei Nächte da, haben wir gedreht. Die zweite Nacht war auf jeden Fall nicht besser. Aber wir dachten so, okay, es ist ja schon viel kälter, ne? Drei Wochen später so, jetzt haben wir Ruhe von Hornissen auf einmal hören wieder. Und es gibt Bilder wirklich in den Outtakes, könnt ihr auch gerne sehen, ne? Da war wirklich an der Lampe, waren einfach so 10 Hornissen einfach, die waren, boah. Da musste Dan so, Dan, wo ist die Lampe, ne? Und Dan geht dann so zu den Lampen und so, oh, shit, wow, shit. Vorher war noch dieser lebensbedrohliche Ast, der da oben hing, ne? So am quasi seidenen Faden und die ganze Zeit geknatscht hat, immer wenn man drunter hergegangen ist. Ein halber Baum war das einfach. Ja, nicht ein Tonnenast so. Ja, wirklich, das war die ganze Spitze vom Baum hing einfach so runter. Also Sturm vor ein paar Tagen davor. Ja, sieht man auch in den Outtakes. Das war die ganze so. Das so nachts dunkel, so jedes Mal, wenn du da lang gehen musstest, warst du, okay, überlebe ich diesen Gang jetzt so, ne? Das war echt heftig, Alter. Harter Dreh. Nie wieder. Wie lange kennen wir uns schon? So peinlich kannst du gar nicht sein. Na gut, ich sag's dir. Ich hab ihr nur gesagt, dass. Wenn ich damals traurig im Bett lag, ich mir immer vorgestellt habe, dass du als Superheld verkleidet in mein Zimmer reingeflogen kamst, um mich aufzuheitern. Dieser Blick auch, der direkt weg ist. Ich letztens im Super... Nein, als ich jünger war, viel jünger. Also 4 oder so. Ach so, ja, okay. Oder 15. Das macht es irgendwie nicht weniger weird. Ja, passt recht. Ja. Damals, als ich einsam war, habe ich immer an deinen Klamotten gerochen. Ich weiß nicht, was schlimmer wäre, wenn man mir beichten würde, dass man sich immer so vorstellt, dass der andere Superheld so reingeflogen kommt, so, hey, Julia, sei nicht einsam. Oder der andere sagt so, ey, ich rieche mal an deinen Klamotten, wenn ich einsam bin. Ja, wir haben zwei sehr unangenehme Sachen. Ja. So wack, dass jemand so eingesprochen für John, weil es auf der Ukulele steht. Ja, jetzt kommt ein sehr tiefgründiges Gespräch. Einfach ein Stativ hinten im Bild. Das haben wir nicht mehr rausbekommen. Kein Geld mehr für. Von Stein. Ja. Ein Silberstein. Du hast mir John wieder zurückgebracht. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Aber jetzt, wo er wieder da ist, habe ich umso mehr Angst, ihn wieder zu verlieren. Du möchtest eine Garantie für sein Überleben. Ihr habt euch jemals darüber nachgedacht, dass es irgendwie interessant ist, dass das ohne Mondgesicht ja blau ist und Drews Gesicht
auch blau angeleuchtet wird. Mhm. Hab ich gedacht, dass es irgendwie mehr Leuten so vielleicht diesen Vibe gibt. Das ist so, die nähern sich an, die werden eins. Mhm. Aber hat keiner so gesehen. Richtig, ne? Drauf gehabt. Noch nichts gelesen. Hat das aber vielleicht trotzdem die Connection, weil ja schon viele hinterfragt haben, so ist der Mann im Mond jetzt böse? Was soll Joe tun in dem Moment, weil jetzt bei dem, was gleich kommt? Er lag tot in meinen Armen. Was bedeutet das? Du hast die Zukunft gesehen? Wie ist das möglich? Die Zukunft? Heißt das, ich werde John wieder verlieren? Nicht, wenn ich es verhindere. Ich bin nicht dein Feind, Julian. Jedoch brauche ich dafür das, was ohnehin schon... Das ist der Teufel, der ein Versuchen führt. Vielleicht. Ein Geschenk für ein Geschenk. Also ich gucke, wie gesagt, immer wieder mal auf TikTok, auch was so Leute, die da so voll dann reingehen in dieses Universum, das wir erschaffen hier so. Und da haben wirklich viele gerade, die diskutieren da teilweise wirklich, what the fuck, sind die Wächter jetzt böse? So, ja. Das glauben die halt gar nicht so. Aber es ist nochmal weitaus komplexer. Solltest du mich nicht am besten verstehen können? John hat alles gehört. Auch ich trachte danach, einen Verlust wieder rückgängig zu machen. Alles sagt, dass ich mich von dir fernhalten soll. Der Maskenboss, das Pergament vom Osterhasen, die Prophezeiung, die Wächter. Was lachst du so? Ich muss an der Szene so lachen, weil als wir das aufgenommen haben, war du so, die Wächter, das Pergament, die Wächter, der Maskenboss. Die Wächter, der Maskenboss, das Pergament, die Wächter. Und der Maskenboss. Das kann ich ja gar nicht merken, die ganze Zeit. So. Man war aber auch so durch wegen dem blöden Hund. Die Wächter. Und du denkst, du kannst ihnen trauen? Meinen Brüdern? Brüdern? Lass mich dir erzählen, warum ich mich von ihnen distanziert habe. Ja, jetzt kommt ein großer Part. Ein Part, der uns sehr, sehr wichtig war beim Scriptschreiber. Wir wollten natürlich auch mit diesen neuen Akten nicht einfach nur ein Abenteuer erzählen, sondern auch immer mehr Background geben, immer mehr Tiefe geben und Fragen beantworten. Und ja, gerade bei meinem Mond und seiner Verbindung zu den Wächtern wollten wir hier euch einfach mal seine Geschichte erzählen, aus seiner Sicht in dem Fall zumindest. Mhm. Ich weiß noch, als wir es gescriptet haben, ne, diese ganze Backstory und wie er es Drew erzählt und sowas, haben wir uns vorgestellt, wie wir das mit richtigen Schauspielern drehen. Ne? Wirklich so Mittelalter, einfach richtiges so, weiß ich, wie Netflix-Serie oder Game of Thrones oder sowas. Mit Schauspielern, mit krassen Kulissen. Ich glaube, ich habe auch irgendwann so Szenen mit Pferden gesehen und irgendwann war mir so ein Punkt, okay, wie machen wir das denn? Also klar, so ein Waisenhaus findet man noch irgendwie. Mhm. Und die Kids, den Jungen haben wir ja schon bei Santa auch gehabt, den können wir irgendwie wieder fragen. Und klar, dann ist natürlich, wir haben was aufgebaut, wir haben angefangen, wir wollen immer weiter, immer tiefer, immer größer und immer tiefer rein in diese Backstory. Mhm. Wie sind die aufgewachsen? Warum sind die? Weil die Sache ist, wir haben einen Bad Guy und wir wollten nicht einfach sagen, ja, ist einfach bad. Der wird auf die Welt zerstören, Punkt, sondern der interessanteste Bad Guy ist immer der, den man auch irgendwie nachvollziehen kann, der Tiefe hat, wo man sich auch irgendwas schon fragt, so, boah, ja, ich würde es vielleicht auch machen, aber er geht vielleicht einen Schritt zu weit. Ja, und dann haben wir irgendwie gedacht, okay, aber wie machen wir das denn, dass Drew einfach alle Rollen spielt jetzt? Wie machen wir denn irgendwie so ein ganzes Dorf voller Statisten, die am Ende da ein wilder Mob mit Fackeln ist und sowas? Und das verbrennen. Das Verbrennen und alles. Ja, voll. Ja, dann hatten wir irgendwann die Idee, lass das doch irgendwie so als illustratives oder animiertes oder als KI-Projekt umsetzen. Wir haben einfach nur so ganz grob darüber nachgedacht, so was ist eigentlich möglich. Und dann haben wir unsere VFX-Artists und Coordinator gefragt, hey, wie können wir so ein Projekt umsetzen? In leider nur ganz wenig Zeit. Ja, ja. Und dann haben wir hier eine Gruppe gehabt, also um Edgar, Regina und Florina, die dann halt das so als eigenes Projekt in die Hand genommen haben und haben dann mit, ich glaube, am Ende waren es 10, 15 Leute, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, ne? Also 15 VFX oder Artists, genau, die das ja auch teilweise vorgebaut haben in 3D, ne? Und manchmal gezeichnet und so weiter. Und dann wurde quasi mit KI nur so ein Filter drüber gelegt, sodass es auch so einen KI-Style hat. Genau. Ich meine, die Menschen, die man ja da sieht, die sind ja alle abgefilmt vor Greenscreen. Manche dachten vielleicht, es ist so mit einem Klick zack generiert, aber es gibt da so einige Aufnahmen, ja. Wie ihr vielleicht hier sehen könnt, es ist wirklich, jeder Shot ist entweder wirklich komplett gedreht, jeder Schauspieler. Wir haben auch wirklich den Jungen wieder da gehabt, der bei Santa den Jungen gespielt hat. Und wir haben einen anderen Schauspieler gehabt, den Max. Aus Wien ist extra angereist, der den Jungen, quasi den Jungen, ich sag mal Drew, in Anführungszeichen, aber es ist ja nicht Drew, den die jungen Wächter gespielt hat. Und wirklich alles, die Nonnen, alles, jeder Character ist vorher gefilmt. Nicht einfach nur, bauen wir mal irgendwas, sondern das ist alles auch akribisch durchdesignt, storyboardet, mit unseren Texten abgeglichen. Edgar hat das so ein bisschen auch in eigener Regie so umgesetzt in der Hinsicht. Also wirklich, da steckt massiv viel Arbeit hinter. Neben den ganzen Dreharbeiten, Postproduktion, Organisation des Videos ist das halt auch parallel entstanden. Das war zum ersten Mal, haben wir eine Second Unit quasi aufgemacht, ne, die sagt, wir nehmen das Projekt an. Wir machen das, immer ein Update miteinander so und ja, das ist besser funktioniert, als wir dachten. Ja.
ein bisschen ängstlich, ne, wenn man eine Second Unit aufmacht. So, okay, aber wie machen die das und so weiter? Die haben es so ordentlich gemacht mit Storyboards. Wir konnten es halt auch lange Zeit gar nicht sehen. Also wir waren selber auf Drehs währenddessen und das lief parallel. Und für uns auch, ja, wie du sagst, eine neue Erfahrung, Sachen aus der Hand zu geben und dann zu sehen, geil, ey, die Leute stecken genauso viel Leidenschaft da rein und schaffen was Geiles so in Zusammenarbeit in diesem großen Team. Das ist richtig cool. Meine Brüder glaubten ihnen, doch ich tat es nicht. Was sie Sicherheit nannten, empfand ich als Gefangenschaft. Und so brach ich eines Nachts aus dem Waisenhaus aus. Die Freiheit, derer man mich beraubt hatte, lag in der Natur. Ich fühlte mich lebendig. Doch die Dunkelheit der Nacht hielt eine noch größere Schönheit für mich bereit. Iris, ein junges Mädchen, so schön wie ein... Ich meine, da sind immer so Kleinigkeiten drin auch, ne? Klar, dass man ja auch so ganz kleinen Mond sieht neben ihr. Mhm. Auch so ein bisschen diese Naturverbundenheit oder das... die ihn so begeistert hat, ist irgendwie das, was auch der Maskenboss mal sagt, so der Ungeziefer der Menschheit, wir müssen irgendwie den Planeten reinigen und solche Sachen. Denn die Zeit ist gekommen, diese Welt zu reinigen von dem Unkraut, das sich Mensch nennt. Bei ihr fühlte ich mich zum ersten Mal verstanden. Von dieser Begegnung an brach ich jede Nacht aus dem Waisenhaus aus, um sie zu sehen. Meine Brüder verurteilten mich, sagten, ich würde meine Bestimmung vernachlässigen. Aber Macht war noch nie mein Antrieb gewesen, Julian. Es war Liebe. Doch so überwältigend das Gefühl tiefer Verbundenheit. Und wieder. Kennen wir auch von? Akt 3. Richtig, Songs of the Bone, Akt 3, ja. Ja, ey, boah, wenn man sich das anschaut, ist man voll woanders auf einmal, ne? Es ist so crazy. So überwältigend ist auch die Sorge darum. Du weißt, wovon ich rede, Julia. Iris litt unter einem schweren Schicksal, einer tödlichen Krankheit gegen die Sonne. Es ist schon ironisch. In der Dunkelheit der Nacht fühlte sie sich frei, doch gleichzeitig war es ihr Gefängnis. Ich hielt es nicht mehr aus, sie leiden zu sehen. Und deshalb machte ich ihr ein Geschenk. Ich riss die Mauern ihres Gefängnisses ein und zeigte ihr eine neue Welt. Voller geiler Moment. Ist es generell bei dir und deiner Freundin auch so? Willst du auch sowas machen? Ob ich das machen würde? Ja, aber in dem Fall für mich selber, weil ich bin ja derjenige, der als Ginger, der die Sonne nicht ab kann. Achso. Für dich selber. Moment. Ja, Ginger, ey, man sieht dich gar nicht, man sieht euch alle gar nicht mehr. Was ist los? Wir waren glücklich. Aber das Glück währte nur von kurzer Dauer. Auch diese ganzen Statisten sind, glaube ich, alle gespielt von den Leuten, die in dem Projekt jetzt gearbeitet haben, gedreht haben, so von Greenscreen. Blatt hat auch... Blatt ist der Fackelwerfer, glaube ich. Als Frau, die die Sonne verfinstern können. Zur Zeit des 15. Jahrhunderts wussten die Menschen nur auf eine Weise, mit Hexen umzugehen. Ich hätte die Welt gegeben, um sie zu retten. Von den Menschen hätte ich nichts anderes erwartet. Sand, der ihn hier fesselt. Da hinten sieht man auch die Brüder schon, ja, wie sie da lauern. Sie haben mich aufgehalten. Sie hätten sich auf meine Seite stellen müssen, so wie ich mich stets auf ihre Seite gestellt hatte. Ich konnte ihnen nicht verzeihen und wandte mich von ihnen. Boah, ist auch so ein geiler Shot irgendwie. Also Bekannter taucht wieder auf, also die Insel. Hier sieht man auch, dass der Mann der Mond sich hier quasi einen eigenen Ort geschaffen hat, wo er möglichst unentdeckt sein kann. Die fliegende Insel, die später von den Masken genutzt wird. Ja. Was denn? Was ist das da eigentlich? Das hier, das weißt du nicht. Hab ich selber noch nicht gesehen. Ja, ja, guck doch mal genau hin. Guck mal genau hin. Drück mal Play, dann bewegst du. So wuchsen meine Mächte beständiger. Jetzt hast du es jetzt erkannt? Ja. Wenn du das erkennst, dann hast du auch das Rätsel gelöst. Der Quelle meiner Macht. Wow. Das ist auch ein krasser Shot, ne? Das ist auch krass gemacht, weil die haben sich auch wirklich Gedanken gemacht, wie sie das vorbereiten, dass sie mit den Effekten arbeiten können, weil die haben dem Schauspieler, dem Max, so eine Gesichtsmaske aufgelegt, so eine, wie so eine zweite Haut. Das, ne? Und da haben die das so abgezogen, um diese Art von Animation dazu bekommen. Mega, aber da wurde auch noch vieles selbst noch reingemalt, ne? Sieht man das so viel. Und verbannt mich auf den Mond. Du siehst, nicht ich habe den Keil zwischen uns Brüdern getrieben, sondern sie. Sie hätten wissen müssen, dass sie sich mit mir einen mächtigen Feind... Ich hätte es gerne noch mal ohne Gesicht gesehen gerade. Mhm. Was fehlt? Strich an den Beinen. Oh shit. Die Strich an den Beinen fehlen. Nee, die kamen erst am Mond. Ja. Es wird auch noch einen Spin-off geben, wo man sieht, wie seine Haare verliert. Danke. Lüg nicht. Ja. Das tut mir leid. So wie ich das sehe. Das, Sorry, Bro. Ich wegwerfen. Aber jetzt wissen wir auch endlich, worüber der Mann im Mond als Kaya im letzten Akt geredet hat. Als er auch so von seinem Verlust geredet hat. Ja, ey, das ist mal ganz andere Art von Film, ne? Also,
all das, ne, am Lagerfeuer hier mit dem Gesicht und dann diese ganze Origin-Story und bis jetzt hier auch so, das ist, haben wir eigentlich noch nie gemacht. So, wir sind eigentlich immer so Comedy, wir machen so viel Comedy. Es hat auch alles sehr stark angefangen mit Comedy und Comedy wird auch immer der treue Begleiter sein. Aber jetzt zeigen wir auch mal unser Wintergesicht. Wintergesicht? Ja, wir sind immer traurig im Winter. Alle, oder? Du ja auch. Ich glaube, ja schon. Du bist schon. Ich drehe auch im Winter. Das ist nur im Sommer traurig, wenn ich raus kann. Chronisch. Darum so. Aber so im Winter geht's mir richtig gut. Ey, lach. Ich sehe so, euch allen geht's scheiße. Was ist das? Du gibst mir mein Gesicht zurück, wie wir es vereinbart haben. Und ich sorge für die Sicherheit von dir. Und dann das schläft einfach wieder, ne? Ja, es gab eine Szene, wo du eigentlich vom Zuhören einschläfst. Wir haben das anders geschnitten, was einfach nicht so ganz gepasst hat. Auf jeden Fall trotzdem, sehr coole Szene. Auch geil, dass wir mal sowas gemacht haben. Ich kann nicht. Dann tust du es meinen Brüdern gleich und entscheidest dich, mein Feind zu sein. Ja, manche haben das mit Star Wars verglichen tatsächlich. Ich habe eigentlich nie an Star Wars gedacht bei der Szene, aber manche haben da so einen gewissen Vibe gespürt. Ich glaube, so wie der Imperator irgendwie oder Palpatine Anakin irgendwie auf seine Seite zieht. Also ich habe was gelesen und das erkenne ich tatsächlich so ein bisschen wieder. Dieses Frodo mit dem Ring der Macht Parallele und dann der gute John ist der gute Sam, so ein bisschen so diese Ball habe ich schon so ein bisschen jetzt gespürt im Nachhinein, nachdem ich das gelesen habe. Warum kann ich nicht Legolas sein? Ich sehe John auch eher als Legolas. Warum nicht Gimli? Gimli finde ich strong. Ich fett bin. Nee, eigentlich nur klein. Was? Ja, aber die gibt's ja. Die haben ihren eigenen Weg. Das ist auf jeden Fall ganz klar Frodo mit dem Ring. Und also war dann der Ring mit Frodo geredet und dann Origin-Story erklärt. Das ist halt Gollum. Ist mir egal, mach weiter. Okay. Es tut mir leid. Da schläft er schon einfach. Blitz haben echt gut funktioniert, finde ich. Der Song funktioniert auch gut. Oh, das ist mein Lieblingssong. Ja, weil du den gefunden hast. Ich habe den noch gefunden. Danke. Da muss ich mal sagen, also wirklich sehr geil von mir. Hallo? Ist da jemand? Oh. Boah, ich glaube, da hatten ein paar Jüngere Angst. Das ist ein richtiger Horrorfilm geworden hier. Haben vielleicht an die Leute, die es jetzt nicht hundertprozentig verstanden haben, aber Ju wird ja quasi geschützt mit einem Schutzschild, das um ihn herum ist, sobald ein Wächter ihm zu nahe kommt. Und da haben wir ja einmal den aufleuchtenden Kompass auf dem Rücken von Ju gezeigt. Das heißt, die Wächter haben da irgendwie auch eine Art Energie, die einfach quasi autonom, automatisch da irgendwie agiert. Ist auch geil, das ist eigentlich ein süßes, kuscheliges Kostüm, ne? Und so wie wir das aufbereitet haben, dass das wirklich so Horror-Vibes hat auf einmal. Richtig cool. Sogar, ja. Ja, und die Fingernägel, ne? Da haben ja auch ein paar Leute vermutet, die langen Finger, schwarzen Finger kenne ich doch unter dem Bett bei Santa, bei den Kindern. Das ist ein Monster so. Aber ist ja Osterhase, ne? Und der Osterhase lag ja auch ein kleines Kind auf dem Bett. So, wollt ihr einmal noch ganz kurz, ne, Schmutziger. Apropos Finger. Apropos Finger, was? Weiter laufen lassen. Achso, ne. Da sind die Finger wieder am Start. Zepter. Aber ein neuer Sidekick geworden in der Story. Aber ich sag, das ist eine der lustigsten Ideen, die wir irgendwie die Video haben. Die auch spontan entstanden ist irgendwie. Hier, ne? Wir müssen wissen, hier in der Szene ist es ja gar nicht so lang. Aber ich muss das zweimal machen und war es insgesamt, eine Minute? Wo ich das war so lang, die Szene. Alter. Eigentlich ist es so, da fällt das Scepter sogar noch um, weil du irgendwie dagegen gestoßen bist. Dann hast du trotzdem noch voll lange weitergeactet. Ich glaube, das war auch so, der Joke war ursprünglich, habe ich auch so gedacht, so Family Guy-mäßig, der sollte so einfach unendlich lange ersticken. Man guckt die ganze Zeit nur zu und dann wieder die Blicke von Joe Osterhasen, dann guckt die wieder rüber, guckt die sich an, guckt die wieder rüber und so. Dann haben wir auch gemerkt, okay, komm. Das Video ist schon lang. Das muss jetzt nicht auch noch so lang sein an der Stelle. Ja, solche Witze, wo wir halt denken, so, okay, das ist dann so, das zieht sich absichtlich in die Länge. Ich glaube, die haben nie überlebt, diese Jokes. Wenn dann super selten. Mhm. Ja, weil ich finde, die sind auch sehr. Strong? Nee, nicht strong. John!
Ich war mal dein Fan, ja, ich war mal dein Stan. Hatte überall Poster. Rotband. Ah, hier, ihr kennt einen Fanboy. Ich bin nicht sicher, ob das mein Lieblingssong ist oder Domiziana. Die beiden kämpfen bei mir um den ersten Platz. Ja. Du hast ja irgendwie was noch bei einem Dreh, dann hast du es gesehen hier das erste Mal, dachtest du so, boah, da meinst du, das hat dich voll emotional getoucht irgendwie, ne? Dieser Abschied nehmen von seiner, weiß nicht, sein Idol. Und das ist auch so, der Song ist ja etwas, was voll viele Leute haben, die mal irgendwie Fan sind von jemandem und dann irgendwann auch nicht mehr, weil die vielleicht auch herausgewachsen sind oder das Idol hat irgendeine Scheiße gebaut und man ist dann irgendwie auch nicht mehr so der Follower oder ist auch so enttäuscht vielleicht auch, dass diese Person sich so verändert hat. Irgendwie war der damals real und jetzt nicht mehr. Das ist ja genau diese Sparte, in der lebe ich ja so als Influencer. So, ne? Und da habe ich mir auch schon mittlerweile so viele Sprüche angehört schon, ne, von Leuten, die einfach sagen, ey, mit deinem Video ist damals groß geworden, aber bist du voll Huren geworden. Nein, nicht ganz so, aber schon in diese Richtung, aber voll viele andere halt noch umso mehr so. Und deswegen finde ich, da haben wir was echt Cooles geschrieben, so, dass einfach echt auf den so Nerv trifft, den vielleicht viele gar nicht auf dem Schirm hatten. Und weiß vor allem nicht. Auch in der Verbindung mit dem, was man ja schon in der Geschichte bekommen hat, den Osters hat man ja schon kennengelernt und mittrauert und gefiebert und jetzt ist ja das Böse, was einen jagt und dann hast du diese Bilder aber noch von früher und der Song, irgendwie hat mich das, als du es erzählt hast, zum ersten Mal gesehen, ich hatte Gänsehaut und ich war emotional krass berührt und dachte einfach, Alter, das habt ihr da rausgehauen. Ja, der John, ey, ist eine ganz kurze Frage. Loben wir uns irgendwie zu viel? Ja, ne? Ich höre jetzt aber auf damit. Das ist also, du hast ja nichts da, aber wir loben uns auch. Also, angesteckt. Loben wir uns zu viel gerade, Freunde? Sonst sind wir immer zurückhaltend, aber wir sind. Ja, also, wenn es viel zu loben gibt, so. Oh, das wollte ich nicht besser sagen. Alter, ey, mega unsympathisch. Leute, ich sehe schon die Kommentare. So unsympathische Dinge, aber Digga. Ich war mal dein Fan. Hinter unseren eigenen Sachen stehen. So. Weißt du, was sie machen? Ich schicken den Songtext einfach als Kommentar unter das Video. Ich war mal dein Fan. Brennt bei deinem Instagram. Schrieb so viel DMs, dachte safe, das ist Spam. Stand bei deinem Event, erste Reihe vor dir. Hab dein Drink probiert, deinen Drip. Übrigens, Pause. Diese Wand, das ist die Außenwand des Raumschiffes, wo wir nebenstehen. Hier links neben ist diese ganze Raumschiff-Action. Und dieser Dreh, das war ja auch so ein ganz kleiner Dreh, ne? Wo auch eine Person dann, die Augen, die sich immer bewegen, ne? Da war auch jemand, der auf so eine App immer die Augen so animiert hat, so, versucht auf Takt oder auf Emotion. Die war so scheiße kaputt einfach, ne? Ah, und die ganze so, nein, die ganze gedrückt hat, so. Hier sieht man natürlich auch, dass der Interpret auch kein Zufall ist in dem Fall, weil John natürlich die ganze Zeit die Ukulele bei sich hat und das ist Boy with Duke, also der Junge mit Ukulele und das war natürlich auch durchdacht. Weißt du, warum der überhaupt drin ist, Boy with Duke? Gar nicht mal nicht nur wegen der Ukulele, sondern auch, weil der so krass gewünscht wurde von der Community letztes Jahr, weil wegen Ukulele und so, wir hatten ihn immer auf dem Schirm so mit Ukulele, da war die Verbindung immer schon da so. Er dachte immer so, ja, das ist so echt so Fanservice. Ich glaube, deswegen ist auch dieser Gedanke entstanden, ne? Einen Song für Fans oder ehemalige Fans zu schaffen. Eigentlich irgendwie. Boah, da kann man wirklich nur sagen, genial. Scheiße, Alter. Drip kopiert, ich war in deiner Gang, du hast alles rasiert. Doch hätte nie gedacht, dass du deine Werte verlierst. Du hast dich verändert und ich glaub, du lügst. Mit all deinen Worten, das ist so geil. ADGDR, hab das Gefühl, du lügst. Alles, was du gesagt hast, hab ich gefühlt. ADGDR. Alter, da hab ich auch so gelacht. Ja. Ist egal, aber der Scheiß trügt. Wolltest dich nie verändern, warst immer der Typ. Doch immer dasselbe, aber ein Déjà-vu. ADGDR. Aua, mein Herz ist ein bisschen gebrochen. Komm, John, wir müssen hier abhauen. Da vorne, geht los! Komm. Also dieses Video hat auch so viele Enden gefühlt. I know sometimes life. Da kommt er wieder. Zwei Gipsarbeiter. Ja. Warte, der Typ aus dem Supermarkt. Du! Wer? Wir brauchen deinen Floß. Nein, das ist. Was ich auch witzig finde, ich meine, generell finde ich es ultra witzig, alles, was hier passiert, aber noch so Kleinigkeiten, die man halt auch achten muss, was man im ersten Moment vielleicht beim Schreiben auch vergisst, so, der ist schon wieder auf dem Supermarkt, aber John hat ihn ja nie kennengelernt. Mhm. Ja. Wer? Wenn man einfach so einen Flüchtigkeitsfehler macht, könnte man auch. Weiß nicht. Vergessen und dann kennt John den plötzlich auch. Und solche Sachen. So. Ja, wer kennt wen? Haben wir sogar in der Vorpremiere, wo wir am Lagerfeuer gesessen haben und geredet hat. Und dann war so, ja, Miami Rose, die ist voll. So, genau. Ja. Also, das war im Premieren-Teaser, den haben nicht viele Leute gesehen. So. Der wird ja immer gelöscht nach dem Upload des Videos. Diese Miami Rose, ne? Das ist cool, sorry, Bro, aber wir müssen wirklich. Ich habe dieses Floß mit eigenen Füßen gebaut, um das Ungeheuer zu fangen. Ich glaube, der ist high. Ihr bekommt mein Floß.
Das ist auch mit Malte die erste Szene, glaube ich, die wir gedreht haben für Akt 3. Ne? Weil wir die gedreht haben, als wir mit Malte bei Akt 2 gedreht haben. Da haben wir gesagt, kannst du noch einen Tag länger bleiben? Und der so, ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, solche Bilder, ne? Ich weiß noch, als wir das da gedreht hatten und auch so geschnitten hatten. Ich find, das hat nochmal so, nochmal on top wieder so was Filmisches von so einem Abenteuerfilm, weil man Wasser hat, ja. Wald und Floß. Und hat voll. Für uns alle dieses Abenteuer-Flair. Oh, wir stehen schon drauf. Weh, fahrt los! Sind wir aber schon, sorry. Passt auf euch auf! Also ein cooles Bild, ey. Ja, voll. Mitten auf dem Wasser. Fahrt los! Sind wir aber schon. Gutmütig auch der Typ, dass er wird gerade beklaut und sagt noch so, passt auf euch auf. Das ist schon lustig. So viel Pech hat. Ja, Malte, einfach so Pech. Ja, echt mega schönes Bild. Muss auch dazu sagen, ne, so, es war auch echt nicht leicht zu filmen. Ne, weil dieses Floß hat sich einfach bewegt. Das ist ja getrieben in diesem See. Das heißt, manchmal war Dario einfach da, ist hingeschwommen, hat das festgehalten, ist ja weggeschwommen. Und wir haben das ja dann, oder vom Angelo hat das ja aus dem anderen Boot raus gefilmt, dass die ganze Zeit auf Bewegung war. Das war teilweise so schwer zu koordinieren, dass alles quasi gleich richtig im Framing ist. Also das war teilweise wirklich challenging. Ja, das war wirklich challenging, ja. Die Wahrsagerin hatte recht. Ich hätte beim Stepptanz bleiben sollen. Ja, ich muss sagen, das war eine echt gute Idee. Auch hier, ne, das mit der Reflexion vom Wasser. Mann. Einfach echt so. So geil aus. Beim Stepptanz bleiben sollen. Ja, ich muss sagen, das war eine echt gute Idee von dir. Let's go. Und dann nimmt er einfach das Zepter. Dreist. Paddel. Genau, betrachtet. Das Zepter war das eigentlich? Das war das Zepter, das wir auch nochmal neu haben bauen lassen. Auch von Dario. Weil das echte Zepter wäre sofort kaputt gegangen im Wasser. Und dann wäre es einfach abgebrochen und ins Wasser gefallen, wir werden gefickt. Selbst das Neue, was brutal hart gebaut worden ist, auch einmal. Dumm. Stimmt. Verbogen, hat sich ja verbogen. Ja. Ich war das. Drunks be singing in the night, but I won't hear them singing anymore, cause... Na? Ja, was machst du wohl zu ihm so? Ja. Na, auch ein Scheiß. Ich schwöre, so gut. Ey, Malte müsst ihr auf jeden Fall abchecken auf Insta auch. Ja. Macht sehr geilen Content. So ein Sympathon, ne? Geile Reflection. Ja, sogar das nicht genug gewesen. Perfekt. Guck mal, die ganze Zeit angucken. Tada! Hast du mir überhaupt zu, Joe? Ja. Ich glaube, der Osterhase verprügelt gerade den Fischer. Ach, wenigstens die Arme kann einem nicht mehr brechen. Paddel, ein Glühwürmchen. Ja, dadurch, dass die Kamera auch auf dem Boot ist, sieht es halt so aus, als würdet ihr rückwärts fahren die ganze Zeit. In dem Schiff. Das ist aber nicht gut. Wow, viele Variationen, so große Totalen wie im Kino und dann wieder Close-Ups. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte anfangs schon ein bisschen Schiss auf diesem Floß, weil du guckst halt ins Wasser und es ist einfach schwarz. So geht halt keine Ahnung, du weißt halt nicht wirklich, was da unten ist. So, ne? Naja, aber wir wussten ja immer, dass Dario da auch rumschwimmt. Ja, ja, also trotzdem will ich nicht auch reinfallen. So. John kann ja auch nicht schwimmen, ne? Das weiß auch niemand. Bei mir gibt es mehr dran, was man essen kann. So. Hast du dich gerade... geschämt oder was? Nein. Sieht so aus, als können wir es diesmal schaffen. Ja. Ich bin so froh, dass du an meiner Seite bist. Und so viele andere jetzt auch. Aber by the way, ne? Für die Leute, die es nicht gehört haben und nicht auf die Lyrics geachtet haben, hört genau hin. A storm is coming. Beste. Gut aber ausgesucht, ey. Ja, auch krass. Noch ey, ein crusher Finger. Ja, jetzt kommt eine brutale Montage an Cliffhangern. Ich glaube, wir hatten auch noch nie so viele Cliffhanger, ne? Da dachten wir, okay, komm, wir setzen einen jetzt drauf, Alter. Jetzt kennen wir alle. Brunnen haben, da sind schon so ein paar TikToks so viral gegangen, weil die das einfach mit einem Satz von Julia aus Songs aus der Bohnen Akt 1 zusammengeschnitten haben. Als ich 4 war damals, als mich das erste Mal jemand Julia genannt hat, keine Ahnung wieso und ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall bin ich da in den Brunnen gefallen. Aber don't be scared. Shot, den ich am wenigsten mag. Wieso? Weil da war Boot 2.0 rauskommen. Boah, der wird krass. Der wird so krass, Alter. Ich hab doch keine Vorstellung, wie krass der aussehen wird. Mhm. Aber vielleicht kommt er raus und kriegt Sonnenlicht, aber er hat Sonnenlichtallergie auch. nee, du bringst ihn nicht um, John. Du bringst mich um. Alter. Ey, du auch so funny wie 100 Tannen. Das ist so lustig. Ja, das ist so lustig. Wie viele Storylines wir gerade parallel laufen haben, ja. Ja.
Tschüss. Ich korrigiere, das war der erste Shot, den wir überhaupt gedreht haben bei Akt 3. Vince, und zwar ja, von stimmt. Vince. Das haben wir gedreht, als wir noch Akt 1 geshootet haben. Und man muss auch hier auf jeden Fall die andere Version, die von dir kam, noch einmal hier nochmal zeigen, was wir uns auch gedacht hatten. Den haben wir dann doch rausgenommen, weil das dann in die Endmontage die zu lustig gemacht hätte. Manchmal ist das Glück eben doch auf unserer Seite. Alter. Also eine Sache muss man sagen, Cliffhanger können wir. Es fühlt sich die ganze Zeit an nach jedem Video, okay, jetzt geht's erst los. Mhm. Man merkt so richtig, Anton war so eine kleine Reise mit so ein paar Figuren und jetzt ist es einfach so ein riesiges, episches Abenteuer mit so vielen Geschichten. Voll. Ist ja Herr der Ringe-mäßig einfach. Ja. So. Was soll ich sagen, seid gespannt auf, wie die Reise weitergeht. Ne? Das ist, ich würde auch schon behaupten, dass es jetzt erst richtig losgeht. So. Okay, Freunde, das war's. Ja, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Ich glaube, das ist auch nochmal schön und wichtig. Das sind immer tolle Menschen, die uns bei diesen Projekten geholfen haben. Wir machen natürlich jetzt nicht bei einer Reaction, wo wir über die Story reden, so brutal viel so Name-Dropping so, weil Credits sind auf jeden Fall da, dass man sich in Ruhe mal anschaut und zeigt so, wow, guck mal, wie viele Menschen dabei sind, krass, diese VFX, die haben mich interessiert, hier habt ihr eine Liste, Location war uns cool, da habt ihr eine Liste und so weiter. Sollte man alles nicht als selbstverständlich sehen, dass da so viele Menschen da irgendwie diese extra Mile gehen, dass die Videos so werden, wie sie sind. Ein bisschen zu lang vielleicht, aber nein, Spaß. ja, wir verabschieden uns jetzt schon sehr spät, wir gehen jetzt auch schlafen, denn wir setzen uns jetzt an. Akt 4, Freunde. Let's go. Oh, so lange schon wieder, so hey, deine Abmod ist trotzdem so kacke, oder? Deine Abmod ist kacke? Dann mach du doch jetzt. Nimm das doch nicht an. Also.